Hallo, meine Lieben. Sonnige Grüße schicke ich euch. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung geht es um die kommenden Schritte deines Gegenübers. Wie werden diese Schritte aussehen? Was wird er oder sie konkret machen? Ja, vielleicht ist erstmal so ein Gedankengang notwendig und dann werden diese Gedanken in die Tat umgesetzt werden. Ich schaue einfach in die Karten. Ich lege heute das Aegean Tarot, alle Infos dazu unten in der Infobox, wollte ich nur so gesagt haben. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an und du schaust, ob du mit dieser Legung in die Resonanz gehen kannst. Die kommenden Schritte von deinem Gegenüber. Also ich habe hier den Ritter der Stäbe, die 3 der Kelche, die 9 der Münzen und die 5 der Stäbe. Was wird dein Gegenüber jetzt tun, die kommenden Schritte von deinem Gegenüber in Bezug auf dich? Ich habe hier schon die Umsetzungskraft, ja? Also dein Gegenüber wird hier symbolisiert durch den Ritter der Stäbe. Sehr starke, leidenschaftliche Einstellung dir gegenüber. Auch machen wollen, auch etwas auf den Weg bringen, ja? Das ist hier die Einstellung von deinem Gegenüber, jetzt zu machen, jetzt zu tun. Es brennt ihn unter den Nägeln, ja, etwas zu machen. Endlich sich zu bewegen, weil kann sein, dass dein Gegenüber hier eher untätig war, eher sich zurückgehalten hat. Und ich habe das hier so, eure Verbindung hat dein Gegenüber, egal in wo ihr euch beide befindet, ob jetzt am Anfang, Mitte oder schon sehr weit fortgeschritten, ich habe hier aber auch, ja, vielleicht eventuell noch etwas anderes ist da noch im Bunde bei deinem Gegenüber. Muss nicht unbedingt eine Person sein, ja? Er oder sie war doch eher hier zurückhaltend, habe ich hier im Kartenbild. Bei dem einen Menschen ist Zurückhalten sich wirklich komplett zurückhalten und bei dem anderen schon hier was machen, aber konkret für diesen Menschen ist es gar nichts, was er tut. Ja, natürlich hängt es ab vom Charakter, von der inneren Einstellung, wie man das ganze Leben lebt, wie man die Liebe lebt, wie man so einfach eingestellt ist, der zum Beispiel der Liebe, dem Leben gegenüber. Und für den einen kann das zum Beispiel schon total viel sein, was man macht, und für den anderen ist es gar nichts. Ja, und ich habe das hier so, dass dein Gegenüber sich irgendwo zurückgehalten hat, aber jetzt geht er oder sie in die Vollen, aber so richtig, mit den 3 der Kelche, das war hier
Irgendwie jemand oder etwas hat ihn zurückgehalten. So nehme ich das wahr in den Karten. Man konnte nicht richtig sich komplett öffnen. Sowas nehme ich hier wahr. Und wenn du gedacht hast, dein Gegenüber hat sich dir komplett geöffnet, nein, hat er nicht. Er hat etwas zurückgehalten. Etwas blieb im Verborgenen, was ich hier so sehe. Vielleicht hast du das so wahrgenommen, als wäre dir dein Gegenüber total offen, erzählt dir alles. Ich habe das hier etwas anders in den Karten. Vielleicht machte er oder sie so einen Anschein, ja, als ob, wollte dich so in diesem Glauben lassen, dass er oder sie komplett offen ist dir gegenüber. War es aber hier nicht so. Das sehe ich hier. Etwas hat man zurückgehalten. Man hat nicht immer zum Beispiel alles erzählt oder man hat nicht alles von sich erzählt. Etwas wurde ausgeklammert, etwas wurde ausgelassen, mehr oder weniger. Ja. Und jetzt aber möchte dein Gegenüber in die Vollen gehen, mit dir zusammen. Es brennt einfach, ja, mit dem Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Stäbe, das ist natürlich ein feuriger Mensch, sehr feurig, aber auch irgendwo so ein bisschen noch unreif. Es ist kein König, es ist ein Ritter. Und vielleicht in Bezug auf die Liebe ist man hier und da noch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht unerfahren, aber man hat das Ganze nicht zu Ende gedacht. So habe ich das hier. Er oder sie wird jetzt verstärkt auf dich zukommen. Habe ich hier verstärktes auf dich zu kommen und auch mit dir das Ganze hier anpacken, indem man sich mit dir deiner Situation, der Situation, in der ihr euch befindet, einfach konfrontiert. Das alles aufnehmen, aufsaugen und das Beste draus machen. Einfach auch ein bisschen so kämpferisch sein, nicht mehr so sich hängen lassen, sondern sich vielleicht bei einigen sogar zusammenreißen und jetzt endlich mal was tun. Das wird dein Gegenüber, also dein Gegenüber wird definitiv hier etwas tun. Und ja, ich habe hier auch so eine schöne Begegnung, also auch ja, ein Treffen, ein Rendezvous, eine Verabredung habe ich hier auch, steht hier so im Raum, wird dein Gegenüber einfach auf dich zukommen und dir das vorschlagen, aber, ach so, ja, Sternzeichen, falls du nach den Sternzeichen fragen solltest, es ist vom Charakter her, ist es jemand, der entweder schon immer sehr feurig leidenschaftlich war oder momentan in diese Energie kommt, des Feuers, der Leidenschaft, so so leicht machermäßig, ja, so ich möchte jetzt konkreter werden und etwas wirklich gestalten und das könnte aber auch ein bisschen zu viel werden, nicht nur für ihn, sondern eventuell auch für dich. Ja, man könnte sich hier vergaloppieren. Dieses Risiko besteht, dass man einfach zu viel, zu schnell irgendwie erreichen möchte. Ja, ach ja, Sternzeichen. Das ist hier Feuerenergie, natürlich. Ja, Feuer habe ich hier sogar zweimal. Und dann habe ich hier das Wasser und die Erde. Ja, also wenn du da Interesse hast, aber muss nicht sein, also wenn du unbedingt nach den Sternzeichen gehen möchtest, ja, dann habe ich das hier für dich. Und wenn nicht, dann habe ich hier einen ritterlichen Menschen, ritterlich, wirklich ritterlich, der jetzt so diese Energie, die in sich die ganze Zeit irgendwie unterdrückt worden ist, also diese Energie wurde so eingesperrt, nach außen freilässt. Das könnte natürlich so ein bisschen explosiv sein, so ein bisschen heftig werden, ja. Das habe ich hier in den Karten. Und das Ganze so ein bisschen in so eine Erschütterung bringen, dadurch, dass man die Energie auf einmal loslässt. Ja, sowas sehe ich hier in den Karten. Und dein Gegenüber wird auf dich definitiv zukommen. Ich habe hier noch ein drittes Element, was sich bis jetzt irgendwo hinderlich ausgewirkt hat auf dich. Dein Gegenüber, also in Bezug auf dich, ja, weil dein Gegenüber konnte das irgendwie nicht umgehen, nicht loslassen, das war irgendwie die ganze Zeit da und ich kann dir aber sagen, das wird weiterhin da sein, das muss keine Person sein, das kann auch zum Beispiel sein, dein Mensch ist in einem Verein und dieser Verein fordert sehr viel von ihm und da ist man sehr zeitlich eingebunden und deswegen hat man weniger Zeit für dich, ja, das könnte auch diese dritte Sache sein, die sich hier so ein bisschen
störend auswirkt. Die wird weiter bestehen bleiben, aber dein Gegenüber wird einen Weg finden, das ein bisschen zur Seite zu schieben. Ja, so habe ich das hier. Kann aber auch ein Mensch sein, ein Mensch, mit dem man sehr viel Spaß und Freude hat. Diese Sache bringt generell, egal ob das ein Mensch ist oder nicht, ob das jetzt zum Beispiel eine Verpflichtung ist oder ein Hobby, das bringt trotzdem irgendwo Spaß, ja? Das möchte dein Gegenüber auch irgendwo beibehalten. Könnte zum Beispiel auch jemand aus der Familie sein, um den man sich kümmert. Es ist spaßig mit diesen Menschen oder Freund, Freundin, enger Freund, enger Verwandter, Bekannter, mit dem man sehr viel Zeit verbringt und auch verbringen möchte. Weiterhin habe ich hier im Kartenbild, ja. Und irgendwo möchte man das auch da haben, weil das sehr viel Freude bringt. So habe ich das im Kartenbild. Wollte ich dir nur sagen. Und ja, aber nichtsdestotrotz ist man feurig unterwegs in Bezug auf dich. Und ein Treffen habe ich. Ein Treffen. Und auch endlich durch dieses Treffen, durch diese Konfrontation mit dir, durch dieses sich mit dir befassen, sich mit dir näher beschäftigen, habe ich hier auch sowas wie mehr Stabilität bringen oder die ganze Sache vertiefen, auf so eine stabile Grundlage bringen. Vielleicht kennt ihr euch noch nicht so lange, das kann hier auch so sein, ja? Und da wird nicht nur ein Treffen sein, sondern mehrere Treffen sehe ich hier. Ja, und das wird sehr schön verlaufen, das wird Spaß machen, das wird auch ziemlich gut über die Bühne gebracht werden, von deiner Seite auch, ja, weil ich bekomme hier auch so eine leichte Unsicherheit in Bezug auf dein Gegenüber. Und da kann ich dich beruhigen, das wird gut ablaufen, dein Gegenüber wird dir auch genügend Raum geben, um auch ja du selber zu sein, ja? Und du kannst auch ruhig du selber sein bei diesen Treffen, bei dieser Beschäftigung mit deinem Gegenüber, ja? Weil das können auch dann so Telefonate sein, Verabredungen, also man beschäftigt sich so miteinander. Und ich habe das hier auch bei einigen kennenlernen, man lernt sich kennen, deswegen sage ich ja immer, das kann jetzt in dieser Legung, das kann auch etwas Frisches sein, muss aber nicht, kann auch etwas Langes schon sein, das kann auch schon lange hier gehen mit deinem Gegenüber. Und wenn du zum Beispiel nicht wusstest, wieso so wenig Zeit für mich, das ist hier der Grund, ja? Die Karten offenbaren es dir hier, das ist hier der Grund. Die kommenden Schritte, wie werden die dann noch weiter aussehen? Die 7 der Schwerter, die Herrscherin und die 4 der Münzen. Stabilität. Ich habe hier dein Gegenüber, wird die nötige Stabilität mit dir erreichen können. Es kommt auch alles in die Entwicklung. Es wird die Entwicklung mit euch beiden findet weiterhin statt. Dafür wird dein Gegenüber sorgen, ja, dass das nicht komplett irgendwie untergeht, dass das nicht versiegt, sondern ich habe hier eher aufblühen, hier eher weitermachen, weiter aufbauen. Aber das könnte hier verzögert sein. Diese Euphorie oder diese Stärke, diese leidenschaftliche Schnelligkeit hier wird abnehmen, was ich hier so sehe, mit der Zeit. Trotzdem bleibt es stabil, ja, trotzdem bleibt das hier in der Entwicklung, aber halt nicht mehr so schnell. Für den einen mag es gut sein, ja, für den anderen könnte es etwas zu langsam dann gehen. So habe ich das hier in den Karten, also die Entwicklung geht weiter voran, schreitet weiter voran und das ist hier aber auch, was ich hier in den Karten habe, ist eine feste Partnerschaft. Ja, eine feste Partnerschaft habe ich hier in den Karten. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten, ja, ich habe das nicht für alle, aber für einige habe ich hier Schwierigkeiten, diese Festigkeit zuzulassen. Also habe ich hier auch Bindungsängste,
Ja, ich habe hier Bindungsschwierigkeiten, vielleicht Probleme mit der Nähe, Nähe herstellen. Eher Gedanken machen, als dass man in das Gefühl reingeht. Man weicht dem Gefühl aus. Wie gesagt, das muss nicht alles übereinstimmen mit dir, mit deinem Gegenüber. Ja, das sind so Abstufungen. Vielleicht nur eine Sache wird übereinstimmen, was ich zum Beispiel gesagt habe, weil es ist eine allgemeine Legung. Aber irgendwo ist es hier so, dass dein Gegenüber irgendetwas nicht zulassen möchte, nicht zulassen kann? Vielleicht, wie gesagt, die Nähe, vielleicht aber auch die Gefühle in seiner, ja, in diesem vollen Spektrum, in dieser vollen Intensität können diese Gefühle nicht so richtig zugelassen werden. Man versteckt sich hinter seinen Gedanken. So nehme ich das hier wahr. Und deshalb sehe ich hier in den Karten diese Verlangsamung. Aber trotzdem wird es fest. Das ist nicht so, dass man sich trennt, dass man getrennte Wege geht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird immer fester, aber halt langsamer. Und auch mit der Zeit, soll ich dir hier sagen, mit der Zeit wird dein Gegenüber diese Gefühle Stück für Stück, diese Nähe Stück für Stück zulassen können und diese Bindungsängste Stück für Stück abbauen. Das habe ich hier im Kartenbild. Das wird aber nicht heute sein, das wird nicht morgen sein. Es ist hier, also unten, das ist so eine lange Zeit habe ich hier. Für den einen ist lang 3 Monate, für den anderen ist lang ein Jahr. Ja, das ist unterschiedlich. Deswegen, ja, die Zeit schwierig zu sagen. Ja, aber ja, und für deinen Gegenüber, weil das richtet sich ja eher so an dein Gegenüber. Für dein Gegenüber könnte es hier etwas länger dauern, um vollständig diese Nähe zuzulassen. Ich habe hier irgendwie so ein bisschen so eine Angst vor Nähe, Schwierigkeiten mit Nähe, ja? Vielleicht möchtest du mit deinem Gegenüber zusammenziehen und dein Gegenüber möchte nicht. Das ist auch, und ihr seid schon lange zusammen. Das könnte hier sowas sein, ja? Muss aber nicht, das ist nur ein Beispiel, ja? Und ja, aber das ist hier die Herrscherin, das ist hier die Entwicklung, das Aufblühen, das gute Grundlage für die Entwicklung, aber auch sehr viel Potenzial, was auch genutzt wird. So, ja. Potenzial, was auch genutzt, ausgenutzt wird, um die Stabilität in dieser Verbindung herzustellen oder weiter auszubauen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, eine feste Partnerschaft sehe ich hier. Trotzdem, irgendwo hat dein Gegenüber hier Schwierigkeiten mit Nähe, mit Gefühlen, ja. Es ist hier alles blau und nur ein bisschen ist hier Wärme da. Deswegen die Gedankenwelt, diese Fixierung auf die Gedanken überwiegt. Und die Gefühle sind da, aber sie werden klein gehalten. Und es wird ein bisschen dauern, bis die Gefühle hier zuzulassen, werden, weil sie sind da. Sie können auch riesig groß sein, aber man hält sie klein. So habe ich das hier in den Karten, ja. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Wenn du möchtest, kannst du natürlich liken. Würde mich sehr freuen. Und ich bedanke mich hier an dieser Stelle bei dir für dein Like. Du kannst natürlich auch abonnieren, wenn du magst oder wenn du das noch nicht getan haben solltest. Vielen lieben Dank für dein Abo und natürlich kannst du auch unten mir etwas schreiben, einen Kommentar, irgendetwas, wenn du möchtest, wenn du zum Beispiel etwas zu sagen hast, ja, oder wenn du was sagen möchtest, dann gerne in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Eine schöne kommende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Namaste.